Hey meine geilsten Girls und damit ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Half-Life 2 Episode 2. Es ist unglaublich, aber das hier müsste, soweit ich es weiß, schon die 14. oder 15. Folge sein. Und wir werden gefeiert für das, was wir im letzten Part getan haben. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren. Ja, guckt euch an, was im letzten Part passiert ist. Das war das Gebiet, wo wir unterwegs waren. Es war schon ziemlich abgefahren und wirklich cool. Wow, Gordon. You were amazing out there. Und Alex ist da. Come on. Okay. Kommt jetzt der Moment, wo das Spiel gleich enden wird? Bitte nicht, bitte nicht. Don't do this to me. Ich möchte weiterspielen. Ich möchte mehr von diesem geilen Game zocken. Es macht wirklich Spaß. Es war echt nochmal herausfordernd jetzt hier, der letzte Abschnitt. Oh Mann, ich hab, ehrlich gesagt, ich hab jetzt ein bisschen Angst. Okay. Das Portal ist fast offen. Ah, Freeman. Hi. Well, I see the Magnuson device performed flawlessly. Oh ja, die waren echt gut. I feel compelled to thank you personally. Oh. For saving my rocket. So, Gern geschehen. Thank you. Bitte sehr. Well, that's enough chit-chat. Ja. I've got a rocket to launch. Genau. Wow. For a minute there, I thought you were gonna get a hug. Das wäre geil. Let's go to the control room. We can get a great view of the launch from there. Okay, ich bin gespannt, ob das klappt. Flight termination system checklinks with backup range safety sites? Well, that must be an ancient entry. There are no backup sites. If we fail, the best we can hope is that the rocket falls on the enemy. Now, inertial navigation systems. Safety test of FTS. Ich höre mal kurz noch zu. Ground and high altitude winds. Well, the precision of those readings is not to my liking, but we'll have to make do with what we have. Guidance computer voltages and currents. Reporting normal. FTS switched over to internal power. Naturally, some time ago. And armed? Of course. Don't ever say of course. We can't take anything for granted. Was ist mit Lama? Of course. Ich war da drin. No, no. Avionics to internal power. Yes, yes. Okay, die besprechen hier noch die letzten Vorbereitungen für den Abschuss, ob das klappt. Oh Junge, ich bin gespannt. While you were out having fun, I found an old helicopter that I was able to get working. Aha. I've got it all packed up and ready to go. Da bin ich mal gespannt. Never a moment, huh? Wait a moment. I'm seeing a payload anomaly of approximately 8.5 pounds. Well, that's within tolerance. Certainly not worth scuttling. We're back! At last. Ah, Gordon. Hell of a job you did out there, son. Let's not forget that with the Magnuson device, those Striders practically destroy themselves. Yes. Well, I think perhaps Gordon had something to do with their success. I suggest we adjourn this meeting of the Mutual Admiration Society until after we have launched our rocket. I believe we're ready to start the auto sequence. Aber er ist mir jetzt ein bisschen sympathisch geworden. You'll hear no objection from me. Oh mein Gott, wir sollten starten. Yours, Gordon. Okay, let's do it. Silo door is open. Stations, everyone. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ob das klappt. Oh Gott, das aussieht wie ein Berg dahin. Steady on. T-minus 10. T-minus 1 hieß es. 7, 6. T-minus 1, da passiert Steady. Was. 3, 2, Wow! We did it! Oh, we sure did! I was getting control of myself. Yes! Fantastic! Oh, deep breath. Deep breath. Selbst er ist jetzt ganz aus Mäuschen. Es hat sich geklappt, okay. Now it is still too early to celebrate. Ja, ja, we ja. We need to reach altitude and transmit the signal. Okay, right. Genau. The clock is ticking. Okay, we couldn't komm. Have cut it any closer if that was our intention. It is going to work, right? It has to. Once the rocket is in range of the portal, we'll be able to switch on the Xenium resonator.
Well, let's get outside. I'd like a better view of the fireworks. There should be quite a show. Regrettably, I can't come out with you. Magnuson and I will need to keep a close eye on the rocket's trajectory. Aren't you going to see us off? Just as soon as this is wrapped up. I wouldn't dream of letting you go without a proper goodbye. Okay, I'll hold you to that. You too, Dr. Magnuson. Indeed. Was, Ingrid? Oh, ich bin angespannt, ich bin angespannt. Oh. Gordon, hold up a second. Doc, there you are. The more I think about that warning from our friend, the more I'm convinced it has to do with Borealis. Sicher? Don't be deceived. That ship must never be used. You have got to destroy it, whatever the cost. Where are you two? You're gonna miss it. Be right there, Alex. Gordon, thanks for everything you've done for Alex, for all of us. Bitte schön. I couldn't be prouder if you were my own son. Now, when you get back, we've got a lot to talk about. Oh yeah, that's Doc. Oh God. Oh yeah. Eli, Gordon, Alex, dear look God, at the portal. This has to work. Der Moment, Leute, ich bin angespannt des Todes. We've activated the resonator. This is it. Oh my goodness. Oh my God. We did it. We did it, Gordon. We sure as hell did. And not a moment too soon. Es hat echt funktioniert. I'll bet the Combine aren't too happy right now. You got that right, sweetheart. Wie mag das denn abgeht? We've got plenty to celebrate. Oh mein Gott. I wish you didn't have to head off so soon. Oh, wie krass. If only it weren't so critical. It's okay, Dad. We'll find Judith and bring her back. Dog? Ein letzter hey, Auftrag. Hey, where are you? What a nut. Oh je, was hat er denn jetzt schon wieder gefunden? Was hat er jetzt wieder gefunden? Cool. Hier die Rakete. Wie schnell die jetzt auch da war. Geil. Hey, die diese Episode ist awesome. Remember to keep in constant contact. We have no idea what to expect. Don't worry, Dad. We'll be all right. I just wish all this didn't have to fall on you, Alex. Und an mir, hallo? Dad. Entschuldigung. Gott, ey, die beiden. Come on, Gordon. The chopper's waiting for us. Yep. Was wird jetzt noch passieren? Are you sure you have everything you need? I think so. Ja, Dr. Mich. Kleiner gave us the Borealis coordinates. We'll keep the hailing frequency open on the chopper radio if Judith tries noch to reach us again. Good idea. She could well make another attempt. Es muss einen Grund geben, warum Half-Life. Dad! Gordon! Ich hab's gewusst. Es muss einen Grund geben, warum, wieso, weshalb. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist, glaube ich, ein Erwachsener, weil der hat aber. Scheiße, er macht was. Ja, wenn wir erstmal loskommen. Was hat er denn vor? Das wird niemals funktionieren. Nein, nein, nein. Alter! Was? Noch einer? Oh, scheiße, wir sind sowas von am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. I love you, Dad. No! Oh my God! Nein! 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 Lass uns in Ruhe! Ich schwöre, lass uns in Ruhe! Doch, komm! Komm! Ja! Danke. Komm, mach ihn platt. Komm, bitte, bitte. Alter, was sind das für Scheißviecher? Die haben Eli getötet. Aber sie sind geflohen. Danke, Doggy. Alex, es bringt nichts. Es bringt nichts. Eli ist tot. Prepare for unforeseen consequences. Und das ist es also. Das Ende. Das
endgültige Ende. Ohne Scheiß, ich habe wirklich gedacht, die packen jetzt hier das hin, dass sie nicht nur Eli töten, sondern auch noch Alex wegnehmen. Aber dann kam Doggy, unser Plot Armor, und hat uns gerettet. Und hier kommt diese geile Musik, die in Lost Cause gespielt hat. Drin ist jetzt gerade ein Ruck durch den Magen gegangen, weil, ja, ich weiß, es gibt jetzt zwar noch Half-Life Alyx, aber ja, mit den originalen Half-Life-Titeln war es das jetzt. Es ist endgültig vorbei. Ich habe wirklich gedacht, das Ending wird ultimativ krass sein. Dass Eli halt gestorben ist, ist... Oh Mann, ey. Was ein Scheiß. Und er hat uns doch alles gesagt, so wie stolz er doch auf uns ist. Und der G-Man hat ihn nur gesagt, vor unvorhergesehene Konsequenzen. Zweimal wurde er jetzt eigentlich schon gewarnt. Er wurde jetzt, ja, umgebracht. Oh Mann. Ja, und zu wissen, dass halt das wirklich das Ending ist, dass es danach nicht mehr weitergeht. Ey, das ist doch... Das könnt ihr doch nicht machen, Valve. Was seid ihr für Schweine? Warum tut ihr uns das an? Oh Mann, gerade die zwei, ey. Oh Mann, die arme Alyx, ey. Die haben sich doch so lieb. Die haben immer sich ein Küsschen gegeben, wenn sie sich gesehen haben, ey. Die waren so lange auseinander und jetzt ist einfach Eli weg. Und Mossman können wir nie retten, weil es gibt kein Episode 3. Und es gibt auch kein Half-Life 3. Mann! Valve! Warum? Ach Gott, ey. Oh Mann, ey. Ich kann's gerade nicht glauben, dass es das war, ey. Ich sag, ja, Half-Life Alyx gibt's doch, aber es ist für mich kein Hauptteil Half-Life-Game, wenn ihr versteht, was ich meine. Obwohl man es eigentlich schon dazu zählen könnte. Aber ich freue mich auch schon drauf, wenn ich es denn zocken kann. Wie gesagt, neuer PC. Ich hoffe, der kommt dann bald. Ach ja. Nun, meine ganzen Gerds, bevor ich jetzt hier noch lange vor mich her sülze. Ich glaube, ihr kennt, wie das abläuft mit dem letzten Part. Ja, was soll ich zum Ending sagen? Es ist natürlich wieder ein richtiges Cut-Ending. Weil, ja, wir wissen jetzt halt echt nicht, was jetzt passiert. Gordon und Alyx, machen sie sich dann jetzt auf Richtung Borealis, Richtung Mossman, um sie abzuholen? Wie werden Dr. Kleiner, Dr. Magnussen... Und sonst der Rest darauf reagieren, dass Eli Vance jetzt für immer weg ist. Vor allem in Half-Life 2 wurde der noch so gefangen genommen und wurde da aus der Zitadelle befreit. Und jetzt ist er einfach tot. Das ist alles wegen diesen Advisoren. Das habe ich irgendwie noch erwartet, sodass die noch vorbeikommen. Es war schon klar, aber dass sie dann so plötzlich reinkommen. Dann auch noch zwei auf einmal. Ich meine, was zur Hölle? Ich habe irgendwie gedacht, wir werden noch so richtig kämpfen gegen die Dinger. Aber gut, andererseits, wie willst du gegen die Dinger kämpfen, wenn die absolut dich kontrollieren können? Wie will man das gestalten? Ja, an alle, die diese Videos in vielleicht 20, 30 Jahren sehen, wenn es dann doch mal ein Half-Life 3 geben wird. Guter Witz! Ja, ihr seid hiermit gegrüßt an der Stelle. Ja, also ich muss sagen... Ich hätte es wirklich richtig krass gefunden, hätten sie Alyx auch noch umgebracht.
Aber was war das mit den Advisoren? Wieso kamen die da zu zweit an? Hatten die noch vor, uns zu killen? Das habe ich jetzt gar nicht mal so genau gesehen. Sie waren wirklich sehr stark auf Eli auf, weil uns zwei haben sie einfach nur rangetackert und wollten Eli umbringen. Warum gerade ihn? Hat Eli auch eine sehr wichtige Rolle gehabt? Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann noch einen zweiten VR-Ableger, nicht dann mit dem Namen Half-Life Alyx, sondern Half-Life Eli. Wer weiß es schon? Alles möglich. Ja, und was wird mit den Combines jetzt weiterhin passieren? Das ist halt auch noch so eine Frage. Wurde das Portal wirklich komplett, also ja gut, offensichtlich wurde es komplett zerstört. Ey, ich habe echt mitgefiebert. Das war einfach so geil inszeniert mit dem Raketenstart. Einfach schönes Callback an das Original Half-Life 1 mal wieder. Und dann die Szene wie das Portal, das wir jetzt doch bis ganz am Schluss des Games gesehen haben, zerstört worden ist. Aber Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war's mit dem originalen Half-Life. Und ihr kennt, was jetzt folgt. Natürlich. Der Zukunfts-Grid-Gamer wird jetzt hier übernehmen und erstmal richtig schön lange über Half-Life 2 Episode 2 labern, was dem so gefällt und was dem so nicht gefällt. Deswegen, ich überreiche an den Zukunfts-Grid im Schnitt. Viel Spaß! Ja, ganz genau. Hier meldet sich jetzt der Grid vom Schnitt, um Half-Life 2 Episode 2 zu bewerten. Und ähnlich wie in Episode 1 werde ich das auch hier wieder so machen, dass ich durch die Kapitel durchgehe, sage, was mir da einzeln gefällt oder auch nicht gefällt. Und ich möchte dieses Mal nicht so viel Zeit verschwenden wie noch in Episode 1, wo ich wirklich gefühlt Ewigkeiten über die Kapitel geredet habe. Deswegen fangen wir doch direkt an mit Kapitel 1 nach White Forest. Ein super gelungenes Anfangskapitel, wo man direkt merkt, wie grafisch aufwendig Episode 2 doch nochmal geworden ist. Es nutzt die Source Engine wirklich bis zum Maximum aus. Also da merkt man dann wirklich endgültig, wie großartig das Game einfach mal aussieht. Und das merkt man einfach auch komplett an dem neuen Environment. Man ist nun im Wald und bekommt dann eben diesen unfassbar epischen Blick auf City 17, auf das komplett zerstörte City 17, wo noch die restlichen Wrackteile der Zitadelle noch da liegen und eben den Portalsturm verursachen, welches zu einer wirklich geilen Skriptsequenz noch übergeht, wie da die gesamte Eisenbahnbrücke mitsamt Zug einstürzen tut. Und ich meine, wenn das nicht schon mal ein genialer Anfang ist, dann weiß ich es auch nicht. Episode 1 hat auch schon stark angefangen. Und hier wirst du einfach wirklich sogar direkt auf das Spiel losgelassen, was ich ebenfalls richtig genial finde. Dann ein wenig später das Wiedersehen mit Eli und mit Dr. Kleiner. Zwar immer noch über den Bildschirm, aber trotzdem natürlich wieder nicer Dialog, wo mir dann auch Dr. Magnussen kennenlernen, wo ich sagen muss, wo ich es ein bisschen komisch finde, dass der einfach aufploppt. Also wirklich aufploppt. Es wurde absolut nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise was zuvor gesagt über ihn oder sonst irgendwas. Es war einfach, hey Magnus, hast du das gehört? Und plopp war er da. So, das ist die Charaktervorstellung. Okay, ein bisschen komisch, aber von mir aus, was Magnussens Person angeht, kommen wir noch später darauf zu kommen wir später noch dazu. Ja, und dann die Szene, wo Alyx vom Jäger aufgeschlitzt wird und tatsächlich sich an eine Notsituation begibt. Auch sehr unerwartet, wie ich finde, dass man zu so etwas Ernstem greift. Ich habe schon in Episode 1 gesagt, das ist so ein bisschen darker so vom Stil her. Wir hatten zwar in Half-Life 2 ja das Kapitel gehabt mit Ravenholm, aber hier hatte ich so direkt am Anfang wirklich so ein richtig dichtes Gefühl. Ja, die Atmosphäre war so richtig bedrückend und dann halt auch noch hier mit den ganzen Stalkern, wie sie ja hießen, genau. Und ja, jetzt hier ist es halt, dass unser treuester Kompagnon Alyx einfach mal fast gestorben ist und halt eben zu etwas komplett Neuem führt. Eine sehr erinnerungswürdige Szene und natürlich eine perfekte Art und Weise, den neuen Gegner schon mal ein wenig vorzustellen. Dann geht es auch direkt ins nächste neue Environment rein, was wir noch nie zuvor so wirklich in einem Half-Life-Game bisher hatten, nämlich ein Höhlen- und Minenkomplex. Und allein das ist schon
grafisch erneut richtig genial gelungen. Also ich fand die Höhlen- und Minensektion richtig, richtig gut gelungen. Vom Aussehen her, vom Optischen her, richtig genial. Und wir lernen hier gleich zwei neue Gegner kennen mit den Ameisenlarven, wo es einfach nur Spaß macht, die zu zerquetschen. Und sich auch Werf gedacht habe, jo, lass ein Achievement machen. Und dann auch noch die Ameisenlöwenarbeiter, die wirklich sehr nice Gegner sind, wie ich finde, weil sie wirklich sehr gefährlich sind und dir richtig auf die Pelle rücken können und gar nicht mal so einfach zum Besiegen sind, weil sie doch echt viel aushalten. Ja, soviel zum Kapitel 1, mega episch schon gelungen. Das nächste Kapitel, das Wortal der Leid, ja, fängt ein bisschen schwach an, wie ich finde, weil ich finde die Sequenz mit dem Verteidigen gegen die Ameisenlöwen zu lange. Ich kann es verstehen, klar, man muss ein Spiel erstmal heranführen, hier von wegen, hier guck mal, so und so funktioniert das, aber das dauert einfach zu lange. Es hätte ruhig schneller zur Sache kommen können, weil gerade dann, wo die Musik einsetzt und von überall her die Ameisenlöwen angeflogen kommen, die Vortigons damit kämpfen, hat man erst gemerkt, wie unfassbar genial geil das eigentlich ist. Also wie unfassbar genial und wie unfassbar geil einfach das ganze System funktionieren hätte können. Aber naja, was will man da machen? Das hat das Ganze dann zum Glück nochmal ein wenig gerettet. Und dann begibt man sich mit dem Vortigon-Freund, den wir ja im Let's Play bei Tom genannt haben, eben in die Höhle, um das Extrakt zu besorgen. Und wie ich es vorhin beschrieben habe, einfach richtig toll. Und man hat auch hier echt so viel Abwechslung ins Gameplay gepackt. Es passiert ständig was. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, dort durch die Höhlen und Minenschächte zu gehen. Vor allen Dingen mit dem Vortigon-Freund, der einfach nur badass war. Ich meine, holy moly, hat der reingehauen. Richtig cool gelungen. Und dann, um das Kapitel noch epischer abzuschließen, bekommen wir es ja dann noch mit diesem Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ameisenlöwenwächter zu tun. Ebenfalls sowas von genial gelungen. Und vor allen Dingen, ich habe mich da richtig unter Druck gefühlt gesetzt, weil ich wusste, sobald ich dieses Hissen hinter mir gehört habe, ich habe das so richtig Panik bekommen. So, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. das war schon echt wild. Dann ein epischer Blick da mit der großen Höhle, wo wir uns dann ja das Extrakt besorgen, wo man mal daran denken muss, dass Werf einfach dies alles texturiert, modelliert hat, nur um das zu sehen. Mehr nicht. Wir gehen da nicht durch, wir spazieren da nicht durch, wir sehen das einfach nur. Einfach awesome gemacht. Und dann die Szene mit, ja, dem G-Man, wo er uns einfach unterbricht. Wow. Das ist also wirklich, da kommen richtige, auf Englisch gesagt, Goosebumps auf. Also so richtige Gänsehaut. Ein wirklicher Gänsehautmoment. Und vor allen Dingen das erste und auch letzte Mal, dass der G-Man eines während des Spielens unterbricht und nicht am Anfang oder am Ende. Ja, mal was ganz was Neues. Dann, nächstes Kapitel. Kapitel 3, Pontifex Freeman. Ja, das Kapitel dachte ich, das wäre nicht so ganz spektakulär, aber als ich das jetzt das zweite Mal durchgespielt habe, habe ich tatsächlich gemerkt, oh, das ist auch eigentlich super cool. Mehr dazu jetzt gleich. Zuerst mal dieser Blick auf die Brücke mit dem Combines und wie da wirklich alle Combine-Arten und Gegner durch die Gegend laufen, fliegen oder stapfen. Mega episch in Szene gesetzt, muss man einfach mal ganz klar lassen. Und ebenfalls, man sieht einfach fast das gesamte Spiel entlang, ja, den Portalsturm im Hintergrund, also diesen Strudel, ebenfalls richtig genial gelungen, so wie auch man den Berg bereits man hier schon ausfindig machen kann, der ja ebenfalls quasi das Ziel so ein bisschen darstellt, weil dort White Forest ist. Ich liebe sowas einfach, weil man einfach sehen kann, jo, das ist mein Ziel, so weit sind wir inzwischen gekommen und es sieht einfach grafisch natürlich nice aus. Ja, in dem Kapitel besiegen wir gleich nicht nur ein, sondern gleich zwei Ameisenlöwenwächter, was ich sehr cool gefunden habe und was das Ganze nochmal ein bisschen, ja, aufgespeist hat, wie ich finde. Was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall echt cool, einfach mal gegen zwei Wächter auf einmal zu kämpfen, fand ich mega klasse. Und dann sich dadurch dieses Gebäudekomplex zu kämpfen, immer mal wieder mit der Hilfe von Alex, dachte ich, das wäre nicht so spektakulär gewesen. Und im Grunde genommen habe ich damit schon recht, aber Alter, da es sich einfach durch die gesamten Zombie-Horden zu arbeiten und immer mal drin, mal draußen zu sein,
die Unterstützung von Alex noch mit dabei zu haben und mit dem Gravitron, welches man hier wieder super verwenden kann, weil es einfach genügend coole Wurfobjekte wie das Sägeblatt oder genügend explosive Sachen gibt. Hat das Ganze echt viel Spaß gemacht. Muss ich wirklich mal so lassen. Ja, und ein wirklich schöner Callback an Half-Life 2, wo wir uns dann über den Giftsumpf haben hinwegarbeiten müssen. Dann das wirklich vage Brückenrätsel, was wirklich das extremste Wagenrätsel bisher halt ist. Versteht ihr? Weil Waage, Gewichtswaage und weil wir mit dem Wagen darüber uns wagen mussten. Okay, ich höre schon auf mit den schlechten Wortwitzen. Fahren wir fort mit dem nächsten Kapitel. Also das Kapitel mit Pontifex Freeman ist jetzt vielleicht nicht das beste Kapitel meiner Meinung nach, aber es macht immer noch mega viel Spaß und ist einfach nice zum Durchgehen und zum Durchspielen. Also da habe ich auch nichts dagegen. Das nächste Kapitel ist dann wirklich, wo ein Highlight nach dem nächsten hinterherjagt. Wir bekommen es in dem Kapitel nicht nur mit einem unfassbar geilen Auto, dem Dodge Challenger, zu tun, was sich einfach mega geil anhört, sondern auch mit dem ersten richtigen Kampf gegen die Jäger. Und Ralph denkt sich so, nö, wir lassen dich jetzt nicht nur gegen einen kämpfen, wir lassen dich einfach mal gleich mit gegen fünf kämpfen, so. Wow, holy shit, okay. Und was die Jäger angeht, sind das sowieso die coolsten Gegner überhaupt. Von ihrem Ruf her, vom Design her. Und es passt einfach perfekt zu dieser combinischen Macht und zu dieser Combine-Bauart auch, wie ich finde. Und man kann sie einfach auf so viele verschiedene Arten und Weisen besiegen. Man kann sie überfahren, man kann es mit normalen Schusswaffen probieren oder natürlich mit dem Gravitron. Ist alles möglich. Auch Alex kann sie tatsächlich killen. Ist ebenfalls möglich. Einfach super die Gegner. Sie haben so viele Attacken drauf mit ihrer Charge-Attacke, mit ihren Geschossen, die sie abschießen können. Einfach klasse Gegner. Und ich muss allgemein sagen, was Gegnervielfalt angeht, ist Episode 2 wirklich on top. In Half-Life 2 muss ich wirklich sagen, fand ich das Gegnerraster echt nicht so cool. Da hat mir schon ein bisschen was gefehlt, aber hier in Half-Life 2 Episode 2 muss ich wirklich sagen, wow, das sind mal Gegner. Und das sind viele Gegner. Und es hat sich abwechselnd genug angefühlt. Und dann nächste Map, nächstes Highlight. Und das ist es halt, was Episode 2 ausmacht. Wirklich, es folgt ein Banger auf den nächsten. Und das ist so genial gelungen. Als nächstes die Szene mit dem Advisor. Ich sag so oft Szene, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Die Sequenz mit dem Advisor. Einfach mega genial umgesetzt. Und einfach gezeigt, welche Macht diese Gegner besitzen. Ebenfalls wieder richtig erinnerungswürdig, auch richtig gruselig gemacht, wo man da in dieses kleine Dörfchen kommt und man diese Blurry-Effekte bekommt mit diesen gruseligen Geräuschen. Und dann mit dem Auto vor einem Helikopter flüchten muss, man kennt das auch aus Half-Life 2, mit den ganzen Sprüngen, Zombies und so weiter, ist das ebenfalls richtig spaßig. Und dann nimmt man den Helikopter runter, aber nein, nicht mit dem Raketenwerfer, sondern mit Gravitron und Minen. Ebenfalls wieder eine neue Art und Weise, einen Kampf zu bestreiten. Also ich würde schon sagen, mobile Schrotflinte, richtig geniales Kapitel. Das nächste Kapitel unter dem Radar hat so ein paar Schwächen, die Episode 2 dann doch aufzeigt. Die Technik hier war ein bisschen komisch. Also Objekte sind so halb durchsichtig und sie werden erst dann ganz sichtig, wenn man quasi direkt davor steht so, wo ich mich frage, okay, warum, wieso, weshalb? Das war dann so eine kleine technische Schwäche vielleicht dann doch, die das ganze insgesamt schöne Grafikbild dann doch ein bisschen runterzieht. Auch zuvor, nachdem man den Advisoren begegnet ist, ist ja auch da dieser Wagen tatsächlich bei mir beim zweiten Mal durchspielen, ist mir das aufgefallen, wie der einfach wirklich erst 5 Meter in meiner Sichtlinie aufgeploppt ist. So plopp und da war er. Richtig komisch und das zieht sich dann halt leider auch so ein bisschen durch das Kapitel. Und wir müssen dort die Autokanone der Combines kaputt machen. Ein weiteres Hindernis, was dann durch die Gegend fällt. Insgesamt jetzt nicht so mein Lieblingsabschnitt, aber auch halt eine nice Pause, nachdem man ja echt viel Action hatte mit dem Advisor und nachdem man da vor dem Helikopter geflüchtet ist und gegen den gekämpft hat, war das dann doch eine wohlverdiente kleine Pause. Dann erhält unser Auto das erste Upgrade mit dem Radar, wo wir solche Verstecke finden können. Und die sind super kreativ gelungen. Das erste ist vielleicht natürlich zur Einführung noch da, auf Fass aufsprengen, bam.
Das zweite ist dann schon viel genialer, wo man die Granate da einfach unter die Rampe chucken musste, also hinlegen musste, und dann man einfach sich hochschleudern lässt. Richtig cool gelungen. Da könnte man fast meinen, das ist eigentlich von Fans gemacht, aber nein, es sind die Entwickler selbst, die da auf diese Idee gekommen sind. Holy moly, well played. Dann später, wo die ganzen Zombies plötzlich ankommen, wenn man das Versteck findet. Ein wenig später das The Croods Versteck, wie ich es so gern nenne. Dann bekommen wir es mit einem weiteren Highlight zu tun, dem Überfall auf das White Forest Inn, wo wirklich von überall her plötzlich Combines ankommen. Man einfach in einer langen Verteidigungsschlacht es irgendwie schaffen muss, gegen sämtliche Jäger und Combines, ja, zu bestehen. Und letzten Endes dann das letzte Versteck, wo man einfach mal, ja, einen Stein in eine Kiste hochwerfen musste, nur dann kam man heran. Also, wie kreativ man da einfach war. Unglaublich. Und dann wieder eine weitere richtig geniale Skriptsequenz, der Dog gegen Strider-Kampf. Ich brauche dazu nichts sagen. Die Szenen sprechen für sich. Dann sind wir endlich in White Forest. Yay, die Freude ist groß und es kommt natürlich zu großen Dialogen. Aber was will man erwarten? Endlich können sich Alex und Eli Vance und auch Dr. Kleiner zusammen mit Dr. Magnussen endlich zusammen sehen. Na Gott sei Dank, das wurde aber auch mal Zeit. Und ja, zu Magnussen, so random er auch vorgestellt worden ist, muss ich sagen, mochte ich seinen Charakter natürlich sehr. Er ist halt so dieser richtig forsche Typ. Er richtig forsche, der wirklich nur dieses eine Ziel vor Augen hat, worauf er halt richtig hart abgearbeitet hat und der es einfach nicht leiden kann, wenn quasi davon abgelenkt wird und dementsprechend halt wirklich richtig, ja, eigentlich genervt schon reagiert. Aber es passt einfach perfekt, finde ich so. Ja, das gesamte Squad, die ganzen NPCs, die waren halt so immer so happy drauf und gut gelaunt und ja, hatten immer lockere Sprüche. Und da war einfach Magnussen eine wirklich sehr schöne Abwechslung. Dann bekommen wir es mit einer kleinen Verteidigungsschlacht zu tun, wo die Combines nochmal, ja, einbrechen in das Silo. Und das ist eigentlich erst das allerletzte Mal quasi, wo man dann gegen die Combines gekämpft hat. Ja, wenn wir jetzt Half-Life Alyx ausgrenzen. Und dann bekommen wir es natürlich mit einer weiteren, wirklich sehr, sehr dichten Fülle an Dialog, Story-Entwicklungen und allgemeine Entwicklung zu sehen. Borealis, eine große Entdeckung, ein Mythos, was wahrscheinlich eventuell irgendwas mit Portal zu tun haben könnte, weil ich da Aperture Science gelesen habe und ich weiß leider, dass das eben die Einrichtung von Portal ist. Deswegen, wer weiß, vielleicht finden wir ja bald mehr über Borealis heraus. Und dann, ja, die Szene mit den unvorhergesehenen Konsequenzen. Mega gut gelungen. Wie gesagt, die Dialoge hier in Episode 2 unfassbar lebendig. Aber das ist sowieso eine Stärke von Half-Life 2. Und dann bekommen wir es tatsächlich nochmal mit noch mehr Invention zu tun, mit noch mehr Neuerung. Das Magnussen-Gerät, womit man Strider one-shotten kann, eine neue Waffe. Dann, das Auto wird nochmal geupgradet, womit man dann Magnussen-Geräte mitnehmen kann. Das Radar wurde wieder verbessert. Und dann erhält man noch einen Kompass, um zu sehen, wo man das Auto hält. Ich meine, holy hell, Valve! Dass sie sich wirklich jedes Mal etwas Neues einfallen lassen, um das Spiel einfach dermaßen frisch zu halten, ist so geil in dieser Episode 2. Ich liebe das Game dafür. Ohne Witz, also ihr merkt schon jetzt, es gibt eigentlich fast nichts, wo ich negativ herreden kann. Ich werde nachher meine Negativliste aufzählen, aber die wird schnell wieder vorbei sein. Das sage ich euch jetzt schon. Und dann bekommen wir es mit der allerletzten großen Schlacht zu tun gegen Strider und Jäger zusammen. Episch gelungen. Ein richtig großes Battlefield. Und dieses Mal ist es auch wirklich interaktiv. Auch wenn es hier ebenfalls so lange dauert. Aber hier ist es halt so richtig interaktiv, weil man wirklich hinfahren muss und einfach allgemein mehr zu tun hat. Man hat noch die Jäger und muss nicht 5 Schritte nach rechts setzen, um dort dann den nächsten Turm zu platzieren. Hier ist es so richtig aktiv und interaktiv, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, gibt es eben das Finale, das wahre Finale, Strider Battle, wo dann wirklich nochmal so gefühlt aus allen Richtungen die Striders herkommen. Und der Soundtrack, wie in Gesamt-Episode 2, königlich genial gelungen. Also ich würde sogar sagen, der Soundtrack hier in Episode 2 von Half-Life 2 ist das Beste, was es in gesamten Half-Life 2 bisher gegeben hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich nach Episode 1 nochmal steigern kann, aber oh doch, konnte man das. Holy moly, war das gut.
So, und dann das letzte Kapitel. Ist ein reines Story-Dialog-Kapitel, wo sich die Ereignisse überschlagen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes überschlagen. Und wir das wohl beschissenste Ending aller Zeiten kriegen. Half-Life 2 hat schon mit einem Cliffhanger aufgehört. Half-Life 2 Episode 1 hat noch mit einem größeren Cliffhanger aufgehört. Und dann dachte man so, ja, schlimmer kann es nicht kommen. Und dann kommt Valve an und steckt ihre Mittelfinger in deine Nase rein und sagt, ha, hättest du wohl gerne. Töten Eli Vance und lassen das Spiel eiskalt beenden. Und es wird 13 Jahre nicht fortführen. Ich kann es bis heute immer noch nicht fassen. Heilige Alex-Scheiße. So, das wäre meine Kapitel-Rating, sag ich jetzt mal, was ich gut gefunden habe. Und ihr habt schon gemerkt, ich habe kaum etwas Negatives. Von der Länge her, wenn man das Spiel an sich natürlich anguckt, ist es klar immer noch zu kurz. Aber es ist ja ein Episodenspiel, also quasi ein weiterer Teil, eine Fortführung. Und wenn man es gerade mit Episode 1 vergleicht, was meiner Meinung nach schon zu kurz war, ist es auf jeden Fall von der Länge her besser und ich würde sogar sagen, es ist von der Länge her sowas von ausreichend. Ich finde, es hat eine gute Länge bekommen. Dementsprechend sage ich zum Abschluss, würde ich sagen, dass Episode 2 eine ausreichende und gute Länge hat. Ja, ansonsten gibt es noch was Negatives zu sagen. Nun, vorhin habe ich ja die Technik mal kurz erwähnt, dass es Abschnitte gibt, wo Sachen einfach wirklich kurz vor knapp aufploppen oder nur so halb durchsichtig sind, weil sie irgendwie noch nicht so richtig reingeladen sind, was komisch kommt. Dann, klar, immer noch ein bisschen schade finde ich, dass die Waffen immer noch dieselben sind und es keine neuen Waffen gibt. Am Ende das Magnussen-Gerät war halt ein weiteres Wurfobjekt des Gravitrons, deswegen würde ich sagen, zählt das nur halber als neue Waffe. Ansonsten finde ich es halt schon schade, dass man sich auch hier wieder keine neuen Waffen hat halt einfallen lassen eventuell. Aber vielleicht muss ich tatsächlich sagen, das hat es tatsächlich gar nicht mal so sehr gebraucht und sie sind immer noch gut genug, um einen durch das Spiel zu bringen. Ja, negativ, was kann ich sonst noch aufmerken? Es gibt ja wohl irgendwie diesen Bug, weil beim zweiten Mal durchspielen hatte ich das nicht, dieses weiße Aufflashen jedes Mal, wenn man sich hat treffen lassen. Deswegen scheint das irgendwie auch so ein Bug zu sein, der leider ein bisschen das Spielerlebnis ein bisschen einschränken kann, wie ich finde. Dann, wie gesagt, der kleine negative Punkt beim Kampf da, bei Verteidigungsschlacht gegen die Ameisenlöwen, dass es ein bisschen zu lange einfach andauert, bis es mal endlich so richtig losgeht. Aber ansonsten muss ich sagen, vielleicht der Wiederspielwert. Dadurch, dass es halt schon viele Dialoge gibt, schon viele Szenen, wo man sich dann auch nicht wirklich frei bewegen kann und gezwungen wird, sich quasi etwas anzusehen, würde ich vielleicht sagen, der Wiederspielwert könnte eventuell ein wenig eingedämpft sein, was das halt angeht, weil man sich dann denkt, oh, jetzt muss ich da wieder durch, bevor ich wieder was richtig Aktives machen kann. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht ist der Wiederspielwert hier sogar von allen Half-Life-Teilen der geringste. Weil Half-Life 2 hat maximal 3 Abschnitte, wo es zu wirklich heftigen Dialogen kommt. Episode 1 ist halt am Anfang sehr langsam, aber dann halt gar nicht mehr. Und hier in Episode 2 passiert halt schon öfters mal was, wo mal kurz wieder Pause angesagt ist für dich zum Spielen und gameplaymäßig nichts passiert. Aber das wird halt eben ausgeglichen dadurch, weil die Story nochmal sich so richtig intensiviert und weil man wirklich richtig wichtige Events hat, die in dem Spiel passieren, die halt in Episode 1 noch nicht so wirklich halt passiert sind. Da war ja einfach nur, seh zu, dass du den Reaktor der Zitadelle beruhigst und sieh zu, dass du dann aus der Stadt kommst. Das war's. Und das war halt hier deutlich mehr als nur das. Nun, das wäre alles. Jetzt habe ich doch wieder über 22 Minuten gebraucht. Ich hasse mich selbst dafür. Naja, habt ihr mal wieder eine lange Folge bekommen? Ihr kennt meine Reviews. Die sind immer lang. Ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Ich weiß nicht warum. Das liegt mir im Blut. Also, Metacritic hat Half-Life 2 Episode 2 mit einer Punktzahl von 90 bewertet. Ich finde das fast schon zu gering für das, wie geil das Game einfach ist. Ich kann mir halt denken, weil es keine neuen Waffen gibt und es halt schon immer noch kürzer ist als Half-Life 2, hat es eine geringere Punktzahl gekriegt. Aber um ehrlich zu sein,
Ein Spiel muss ja nicht ewig lang sein, um gut sein zu müssen. Und Half-Life 2 Episode 2, wenn es dieselbe Länge hätte wie Half-Life 2, wäre es so viel besser als Half-Life 2. Ich möchte Episode 2 nicht besser bewerten als Half-Life 2, tatsächlich auch aus dem Grund. Aber ich möchte es auf jeden Fall über den Metacritic-Score werten und bewerte das Spiel mit einer 93. Also für mich ist es ganz dicht hinter Half-Life 2. Ein richtig genial gelungenes Spiel, Half-Life 2 Episode 2. Macht nochmal so vieles, vieles, vieles richtig. Und dementsprechend möchte ich schon sagen, ist Half-Life 2 Episode 2 ein mehr als nur würdiger Abschluss der klassischen Half-Life-Serie. Mein eigenes Let's Play würde ich mit einer 10 von 10 tatsächlich bewerten, weil ich glaube, man hat schon hoffentlich angemerkt, dass ich richtig Spaß mit dem Spiel hatte, richtig Spaß mit dem Projekt. Ich habe mich mal wirklich aus mich so herausgetraut und öfters mal wirklich mit Emotionen kommentiert, mal auch was Beschissenes dahergelallt und gesungen. Ja, einzig und allein, was mich halt stört, und ich hoffe, das kann ich ab sofort verbessern, weil das, was ich hier einspreche, spreche ich bereits auf meinem neuen Computer hier ein. Ja, dass die Bildqualität leider irgendwie beschissen war, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wieso meine Aufnahmen so kacke aussehen. Ich habe jetzt mal einige an Einstellungen mal getroffen und versuche jetzt mal damit entgegenzuwirken. Dadurch dauert allerdings das Uploaden auf YouTube wirklich Ewigkeiten. Und ich freue mich jetzt schon, dieses Video auf YouTube hier hochzuladen, weil das wird ewig dauern. Und je länger ich hier einrede, umso länger dauert es letzten Endes, das auf YouTube einzureden. Deswegen komme ich jetzt mal schnell zum Ende. Wie ihr wisst, wird noch eine finale Folge zur Episode 2 kommen. Dort werde ich alle Achievements noch holen und euch noch ein paar Secrets, Achievement Sightings oder Details noch zeigen, die ich beim Let's Playen verpasst habe. Also schaltet da unbedingt nochmal ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, denn dann sehen wir uns im nächsten Part. Haut rein, haut raus. Bis denn und ciao!